Ja, grüßt euch, Burm. Heute schauen wir uns doch mal eine brutale Zuschauergeschichte an, die er mit seiner Ex-Freundin erlebt hat und was man daraus lernen können. Gerade wie man auch sowas komplett verhindern kann durch ein magisches Zauberwort. Nämlich einfach Nein. Dass man bei solchen Damen, wenn man das schon am Anfang sieht, einfach mal diesen Test macht, um da eben zu schauen, wie problematisch sind die aufgestellt mit ihrer Persönlichkeit, wenn man bestimmte Grenzüberschreitungen sieht und einfach Nein sagt, dass die dann oftmals mit dieser narzisstischen Wut dann richtig explodieren, weil sie ja auf sowas Simples überhaupt gar nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Vor allem Frauen, wenn sie dann merken, dass sie mit der goldenen Vagina nicht weiterkommen, weil der Mann dann einfach sagt, nein. Und dann sehen wir oftmals, aus welchem Holz sie geschnitten sind. Aber damit kommen wir doch mal zur Zuschauergeschichte. Und zwar schreibt er hier, Servus Klaus und weitere Grüße an die Community. Seit Ende September beschäftige ich mich aufgrund meiner Trennung mit der Red Pill-Thematik und kann wirklich alle Bereiche dieses Phänomens unterstreichen. Das ist immer wieder sowas sehr, sehr Spannendes. Aber gerade nochmal aus dem Blickwinkel der Prävention sehr wichtig, dass man sowas schon im Vorhinein weiß, weil man sehr, sehr viel Leid auch dadurch verhindern kann. Ich hing einer brutalen Ornitis, die mich in eine krasse Depression manövriert hat und ich erst seit der Inaugenscheinnahme deiner Videos und den Hören deiner Podcasts herauskomme. Das freut mich zu hören, sowas, weil das ist ja dann auch letztendlich, was die Red Pill am besten macht, dass hier wirklich Männer sich zu ihrer vollen Kraft erheben können und nicht mehr so dieser heiligen Dame in dieser Co-Abhängigkeit dauernd hinterherhängen, die ja doch nicht so ansatzweise heilig ist, wie wir jetzt dann auch gleich erfahren. Weiter sagt er hier, keine Psychologin, ja, sind ja 80%, leider gibt es zu viele von denen, ist ja auch das, ne? Nicht pauschal, bloß weil sie weibliches Geschlecht haben, aber Frauen, gerade in diesem Psychologieberuf, haben ja viel weniger männliche Referenzen, wie das am Datingmarkt ausschaut, wie das Game ist, dass da hier einfach die Blickwinkel fehlen und hier eben aus der Frauensicht, wenn sie das dem Mann sagen hören, haben sie, hä, was, ihr habt die ganze Zeit Wurstanfragen, was redet der da und hä? Da fehlt es ja dann auch in der Erkenntnis, was Männer bewegt und welche Bedürfnisse da sind, weil ja sehr vieles in der Psychologie auf Bauchi gut, alles gut erzielt und sehr viel auch gefühlsbetont ist im Vergleich zu Männern, die ja viel mehr handeln möchten und auch hier Pragmatik wollen, im Vergleich dauernd über Gefühle zu reden. Da geht es ja auch darum, dass man klientenorientiert ist und das können hier Männer doch tendenziell dann besser, wenn sie auch hier diese Referenzerfahrung dann haben. Zunächst zu meiner Person. Ich arbeite im öffentlichen Dienst und bin mit sehr vielen Sachen in meinem Leben konfrontiert worden. Aktuell bin ich 33 Jahre alt, habe ein stabiles Einkommen, eine Eigentumswohnung und ein bestes Auto. Da wird gleich wieder die Frauenwelt klingeln. Im Rahmen der Beziehung habe ich mich aufgrund vieler Problematiken, welche ich nachfolgend schildern werde, sportlich nicht mehr ertüchtigt und mein soziales Umfeld vernachlässigt. Das sind dann immer die anfänglichen Symptome der Betaisierung. Ja, Schatz, na, du bist so gut, wie du bist, ja, auf die inneren Werte kommst an, bla 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 bla. Oh, weißt du, du tust dein Brot mit Sesambutter essen, anstatt mit normaler Butter, jetzt finde ich den immer interessant. So ein Schwachsinn hört man dann oftmals hier als Rationalisierung. Natürlich überspitzt, aber ihr kennt es wahrscheinlich dann schon in ähnlicher Art und Weise. Aber solche Tendenzen sehen wir da öfters. Nachdem ich ihr ein neues Leben ermöglichte, wurde ich im Anschluss auf toxische Art und Weise verlassen bzw. gegen einen reichen Typen eingetauscht. Brutal. Das ist aber halt oftmals auch, was man das sehen, ne? Der Übergang in Zweifel, oh ja, jetzt hat er sie gehen lassen, soziales Umfeld, jetzt ist er doch nicht mehr der Typ, in den ich mich ursprünglich verliebt habe. Ich habe gehört, du spielst Golf am Dreieisen. Durch den Tausch veränderte sich alle Interessen meiner Ex, selbst die bungauellen Vorlieben, das sind ja oftmals diese opportunistischen Tendenzen, die man da natürlich lustigerweise gehäuft sehen. Natürlich werden hier bestimmt dann auch bestimmte Persönlichkeitsstrukturen wie Cluster B mit reinfaktorieren, aber das ist ja doch
ein sehr markantes Thema, dass eine Frau oftmals, wenn der Mann wirklich so hoch Status, attraktiv, toxisch männlich ist, sich in dessen Realität begibt und dann sagt, ja, das, was der toll findet, das ist ja wirklich, oh, weiß Brigitte, ich habe das noch nie probiert, aber jetzt, seitdem ich bei dem bin, oh, ich finde es toll. Da wollen sie dann einen Zweier oder einen Dreier und einen Vierer machen und all so Experimente. In einer schweren beruflichen Phase lernte ich meine Ex kennen. In der Vergangenheit hatte sie mit Drogen zu tun und das ist schon immer eine massive rote Flagge, wo man dann schon nochmal ganz genau reinschauen muss. Wie schaut es da aus? Herkunftsfamilie, Verhaltensauffälligkeiten und so weiter. Vor allem als Mann, weil da tendenziell gehäuft dann der Gepeitschte sein kannst. Eine mittelmäßige abgeschlossene Ausbildung und sie war in ihrem Berufsfeld nicht mehr tätig. Über mehrere Umwege arbeitete sie über eine Leiharbeitsfirma bei einem Konzern. Ihr damaliger Lebensgefährte saß während unseres Kennenlernens im Knast. Sie verkaufte ihn mir gegenüber als Ex-Partner. Ja, das stimmt ja auch irgendwie, ne? Der ist ja nimmer auf dem Datingmarkt unterwegs und Zauberwald, Zauberwald. Ja, das ist jetzt mein Ex. Ja, das ist schon richtig krass, aber auch ein Bekannten, der hat mal ähnliche Dynamiken erlebt, ne? Sind wir unterwegs gewesen, da war dann auch so eine Dame da dran gesessen, hat er mit ihr ein bisschen gequatscht, ja, sie ist gerade voll traurig, ihr Mann ist im Knast oder so. Und dann war er halt, hat sie da angeboten und plötzlich, ja, hier Betthupferl, Ersatz ist schon da, zack, los geht's. So heftig hier wirklich dann, wie dann die Loyalität doch mehr in die, ah, der Kriegsfrauendynamik, ah, das ist weggestorben, AK im Knast, also emotional verstorben. Oh ja, oh, was machst du beruflich? Oh ja, ich bin angehender Akademiker. Zu mir oder zu dir? Und das sehen wir auch in den Studien, ne? Die Unterschiede in dieser romantischen Anhaftung. Männer verlieben sich schneller als Frauen und Frauen entlieben sich schneller als Männer. Und das ist ja doch schon so ein Geschmäckle, was man da oftmals sehen, was ja auch sehr interessant ist. Im Rahmen unserer Beziehung tilgte ich ihre Schulden. Ja, das ungut, weil da versucht er ja hier verborgene Verträge, ja, oh, die muss ich jetzt retten, solche Dynamiken, die man dann hinterfragen muss, weil sowas bekommt man selten bis nie dann zurück, vor allem, wenn er dann der Nächste ist, ne? Da sieht man, wie sie mit ihrem Ex-Partner umgeht, wenn der nicht mehr leistet und liefert, wie lange wird es dann dauern, dass das Gleiche ihm passiert, das ist ja genau das, auf sowas muss man schauen, denn das ist immer multidirektional. Genau dieses häufig beschriebene Söldnerverhalten ist sehr, sehr schwierig, gerade auch wenn Frauen in einer Beziehung sind und dann zu dir, Monkey Branchen, weißt, was passieren muss, wenn sie dann zum nächsten größeren, besseren Deal dann irgendwann mal rüberschwingt. Nahm sie bei mir mit Sack und Pack auf und ermöglichte ihr nach Eintritt der Arbeitslosigkeit mit einer neuen Ausbildung ein neues Leben. Das ist halt das klassische Helfersyndrom, dass da er natürlich das auch ermöglicht. Da ist es sinnvoll zu hinterfragen, ja, warum mache ich das? Denke ich, das ist so ein ungeschliffener Diamant, die kann ich dann retten und dann werde ich dadurch belohnt und mit Leckerlis und bis uns dann der Regenbogen scheidet, währenddessen so was halt ungut ist und das dann mitunter halt ermöglicht, diese bestimmte Pathologie, die man da gehäuft bei den Damen sehen. Aufgrund mehrerer finanziellen Probleme mussten wir insgesamt dreimal umziehen. Das ist ja das Krasse, ne? Ein Mann in der Situation würde viel, viel schneller auf der Straße landen. Deswegen sieht man so starke Diskrepanzen bei der Obdachlosigkeit. Ich glaube 70-80% Männer, weil eine Frau jederzeit hier Bunga-Geschichten für Essen, Ausbildung, Unterkunft eintauschen kann. Das ist ja auch so eine krasse Dynamik, wo nie angesprochen wird, weil gar kein gutes Gefühl im Bauch. Aufgrund diese finanziellen Probleme entstanden, da sie kein Einkommen in ihrer Ausbildung generieren konnte. Das ist ja dann auch das, was hat sie für eine Ausbildung genommen? So Gender Studies? Zuletzt wurde unser Hund aufgrund massiver toxischer Streitigkeiten unsererseits krank, Magendrehung etc. Da weiß ich ja nicht, ob Hunde diesbezüglich so beeinflussbar sind und musste mehrfach operiert werden. Juristisch gesehen gehörte der Hund ihr, aber aufgrund dessen, dass ich den Hund mehr als in mein Herz schloss, übernahm ich die gesamten Kosten. Ja, das ist dann halt oftmals auch sowas übertragen auf Single-Mütter, auch so eine Dynamik. Ja, muss jetzt nicht hier gesundheitliches Themen sein, sondern wenn jetzt jemand mit einer Frau in eine Beziehung geht, die Single-Mutter ist, dann schließt man das Kind ja auch in das Herz. Aber die Frau kann ja jederzeit sagen, du, na, schön, dank, dass du die ganzen Ressourcen hierher gegeben hast für das, für Essen, Urlaub, aber jetzt, weißt du, der Karl Donnerlöris?
Letztlich verstarb er dann mit 4 Jahren und ich übernahm die Einäscherungskosten inklusive Urne. Und das ist ja dann auch nochmal hier sehr schade, vor allem nach der kurzen Zeit. Aber trotzdem sehen wir da wieder dieses, ja, schon Überengagement, dass der Mann wieder alles machen muss, dass er die Brötchen verdienen muss, dass er alles zahlen muss und so weiter. Ungut. Nachdem meine Ex ihren Abschluss hatte, verließ sie mich für einen Typen. Ja, das ist das. Leider okay, danke für die Leistung, Söldner, nächstes Lager. Welcher besser verdienend fällt das Auto, Penthouse, Boot etc. war? Das ist ja auch das Krasse, ne? Um als Mann wirklich so schnell so einen Upgrade zu machen, weitaus schwieriger in der Tendenz im Vergleich zur Medianfrau, wenn man so möchte. Ihre letzten Worte waren, dass sie mich nie wieder sehen möchte und ich aus ihrem Leben verschwinden soll. Giovanni, dein Dienst ist erfüllt. Sie zahlte während der Beziehung keine Miete, kaum Nahrungsmittel, kaum Versicherungen und lebte wie die Made im Speck. Ja, definitiv. Aber man muss auch sagen, der Beitrag war ja dann auch letztendlich hier erfüllt, indem man das auch ermöglicht. Da muss man dann wirklich als Mann sagen, nein, mach ich nicht. Du bist emanzipiert, kannst selber arbeiten. Und hier wird nicht der Captain Saver Dirne gemacht. 35.000 Euro aufwärts kostete mich der Spaß. Wie viel Spaß hätte man da bitte im Gurkenfreudenhaus haben können? Das ist ja genau das. Man hätte sich 5 Leben Escorts mieten können. Das ist ja hier im Vergleich, dass man dann wirklich diese emotionale Abhängigkeit dann hier versucht zu speisen, die teilweise vorhanden sein kann. Ne? Sehr kostspielig der Spaß. Warum ich das alles machte? Gute Frage. Ich glaubte an die Liebe, obwohl sie auch innerhalb der Beziehung mehrere Aussätze hatte und mich körperlich attackierte. Das sind ja dann auch die Dinge, ne? Das kommt dann nie in eine Statistik, weil die meisten Männer sagen dann ja nicht sowas, hey, die attackiert mich und so weiter. Na, das ist ja Regenbogenfurzen, das Einhorn, wie kannst du bloß? Du lässt dich von so einem kleinen Zwerg attackieren, haha, Mann, das sind solche Dynamiken, ne? Das wird ja auch leider nie beleuchtet oder viel zu selten. Mit Selbstumlegen drohen, das ist ja auch eine emotionale Erpressung, die man natürlich ernst nehmen muss und hier am besten so agieren. Ja, Anerkennung, dass da ein großer emotionaler Schmerz da ist. Es kann natürlich auch hier emotionale Erpressung sein, wie bei solchen Frauen tendenziell gehäuft, um was dafür zu bekommen. Aber da muss er gleich eine Sperre aufbauen, damit das dann nicht in diesen Missbrauch genutzt werden kann. Du machst es jetzt nicht, ah okay, das und das passiert. Und das macht man eben, indem man da Zuspruch gibt, ja, ich sehe, das sind emotionale Probleme und ich habe da Angst, dass du dir was eventuell antun könntest. Also bitte hier professionelle Hilfe holen, weil du hast ja die Verantwortung für dein Leben. Ne? Er ist nicht hier überverantwortlich, weil das ist ja eine erwachsene Frau, ganz, ganz wichtig, um hier bestimmte ungute Verstrickungen vorweg zu stoppen. Es war teilweise mehr als krank, definitiv, so sind diese Cluster B-Damen tendenziell dann auch gehäuft. Das ging knapp 4 Jahre. Und um das eben von Anfang an zu stoppen, hätte er nur Nein sagen müssen und schauen, wie sie reagiert, weil meistens reagieren sie dann mit so ultraheftigen narzisstischen Wutausbrüchen. Oh, wie kann schon los? All diese Dinge sehen wir dann bei solchen toxischen Frauen. Und das sind dann oftmals die Tests, wo man als Mann machen kann. Oder halt auch du kannst mal das und das die Kleinigkeit machen. Vor allem in Verbindung mit diesen kooperationsfähigen Teildynamiken. Wenn die dann nicht erfüllt werden, dann weißt du gleich, oh, da könnte noch mehr im Argen liegen. Hilfe von Ärzten wollte sie nicht einholen. Das sind dann aber eben schwierige Situationen, wo er aber trotzdem nicht verantwortlich ist, weil sie ein erwachsener Mensch ist. Ganz, ganz wichtig. Im Verlauf unseres ersten Jahres schlug ich meiner Ex vor, dass wir uns in Sachen Bungalität ein wenig öffnen könnten. Zielsetzung war, dass wir neben neuen Bekanntschaften auch den bungalowellen Horizont erweitern könnten. Ja, das sind dann aber schwierige Sachen, weil wenn hier eine Beziehung geöffnet wird, muss man ja sehen, der durchschnittliche Mann, also der Medianmann, der wirklich in der Mitte des Marktwertes ist, kann niemals gegen eine 0815-Frau standhalten in der Anfrage der Wurst-Thematik, weil eben hier viel, viel schwieriger ist, an neue Möglichkeiten zu kommen, wenn man nicht die schwarze Sprache Mordors kennt, wenn man nicht das Aussehen hat und vor allem Sozioökonomie und Game. Ne? Frauen brauchen das ja tendenziell weitaus seltener, müssen ja überspitzt gesagt, wie häufig, nur in Raum und Zeit existieren, um da Tür und Tor geöffnet zu bekommen. Sie sträubte sich davor, ließ sich aber schlussendlich auf einen Swingerclub-Besuch ein. Hier durften wir nur nach ihren Spielregeln verkehren. Da ist immer schon, wer den Frame kontrolliert. Also, ungut. Das hieß,
keine anderen und nur zuschauen lassen oder zuschauen. Nach einem Vierer in privater Atmosphäre, den wir circa 4 Monate nach unserem ersten Clubbesuch hatten, verbarrikadierte sie sich am nächsten Morgen unter der Dusche und rastete total aus. Da muss man dann auch fragen, ja, ist das wirklich eine Partnerin, die hier was für die langfristige Situation ist? Irgendwann gestand sie uns weitere männliche Mitspieler ein. Jedoch gönnte sie mir keine Mitspielerinnen. Ja klar, das ist ja das. Das Beste für mich, aber für dich bitte nichts. Und das, wie vorhin gesagt, öffnet dem strategischen Pluralismus, der Hypergamie, Tür und Tor, weil damit holt sich ja Alpha Caldonlöris kurzfristiger Spaß und Beta Versorger, der Depp vom Dienst, der Zahlesel, natürlich alles in einem guten Mehrwert, ohne dass der Beta-Versorger eventuell weg könnte. Sehr, sehr taktisch, intelligent. Ihre Begründung lag darin, dass sie nicht mit ansehen könne, wenn ich mit einer Frau verkehre. Auch probierten wir mal den Spaß mit einer weiteren Frau aus, nach meinen Anraten, bei dem nur die Frauen ihren Bunker haben dürften. Ja, und er natürlich wieder der den Kürzeren zieht. Die hatten laut ihrer Aussage keinen Spaß dabei und es tönte sie auch nicht an. Das ist dann halt aber erstens eine Aussage und zweitens kann ja gut sein, aber letztendlich muss man ja schauen, wo sein Mehrwert denn liegt. Ne? Das ist ja dann oftmals was unter den Tisch fällt bei den Männern, die dann zu sehr sich auch hier betaisieren lassen. Auf Nachfrage von Waffengleichheit und Verbalisierung meiner sexuellen Bedürfnisse, ich habe gedacht, offene Kommunikation, schlug sie mir ständig vor, dass wir das Thema Trollclub und das Vergnügen mit weiteren Mitspielern einstellen sollten. Gleichzeitig war es jedoch für sie kein Problem, weitere Männer in unserem Liebesleben zu holen bzw. es zuzulassen. Ja, ja, die passive Frau, die konnte ja gar nichts dafür, dass da diese Männer sind. Plötzlich ist es einfach so passiert. Wieder hier der weibliche Dualismus ausgelebt, ohne dass er seinen Mehrwert dann hat. Anfang August 2020 schrieb uns ein Paar an, welches in der Swinger-Szene sehr extrovertiert verkehrt und auch Veranstaltungen organisiert. Als ich sie mit einem möglichen Besuch dieser Veranstaltung konfrontierte, rastete sie total aus. Ja, das ist immer schon emotionales Kleinkindverhalten, weil es ja dann sofort, wenn er seine eigenen Bedürfnisse hier kundtut, total in die Luft geht. Infolgedessen kam es wieder zu Streitigkeiten. Aus Rache verabredete sie sich an diesem Abend mit einem anderen Paar, offenbarte mir auch diese Verabredung und fuhr dorthin. Dass sie schlussendlich aktiv wurde, hätte ich von meiner Stelle aus nie für möglich gehalten. Sie zog es jedoch knallhart durch. Ja klar, das sind ja diese Dinger, wo man auch sich von diesen Frauen sind regenbogenfurzende Einhörner, Women are Wonderful Effekt etwas entfernen sollte, weil man doch hier sieht ja, die weibliche Bungaualität ist doch nicht so viktorianisch, wie sie oftmals von den Blue-Pillern dargestellt wird und dass sie doch aktiv dahinter auch sind, dass sowas dann passiert. Ne? Das ist ja sehr, sehr spannend. Und da wäre nochmal die Chance gewesen, Nein zu sagen, sie dann abzusägen und dann eben knallhart zu sein. Und das fordern ja auch immer wieder solche Frauen, dass Männer dann so kalthart stoisch werden, weil ansonsten kommt man ja hier nicht voran. Das ist ja so spannend, diese Dynamik. Im weiteren Verlauf kam es zu massiven Streitigkeiten, sodass unser Hund wegen dem Stresseinfluss am nächsten Tag eine Magenumdrehung erlitt. Und das weiß ich nicht, ob das dann auch bestätigt ist von diesem veterinären Blickwinkel. Um meine Waffengleichheit wiederherzustellen, fing ich etwas mit 2 Arbeitskolleginnen an. Ja, und das ist dann sehr reaktiv und ungut, weil das schafft ja noch mehr emotionalen Stress und so weiter und so fort. Da dreht sich ja nicht nur beim Hund der Magen um, sondern auch bei vielen Männern, weil da ja hier diese unschönen Erlebnisse sind und eine Beziehung sollte Mehrwert bieten, anstatt dass es so ein Energievampir, oh, jetzt da hast du mich geärgert, jetzt ärgere ich dich wieder zurück. Das hilft nichts, wenn man so eine Beziehung führt. Natürlich, wenn man schneller ins Grab will, kein Problem. Deswegen sterben ja Männer 7 Jahre früher, weil Frauen so bösartig sind. Mir ist sicherlich bewusst, dass mein Handeln nicht richtig war. Ja, klar, aber da sind natürlich auch Emotionen dabei, wo sowas dann ausgeführt wird. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, die Waage wieder ins Gleichgewicht bringen zu müssen. Und das ist natürlich voll verständlich, aber im Großen und Ganzen weniger nachhaltig. Ende April 2021 und 10.000 Euro für OPs zuzüglich Arztbesuchen später verstarb der Hund. Und man muss ja nochmal hier schon die Tragik beleuchten, dass wirklich auch dieser Hund, zu dem ja da auch große Bindung aufgebaut wurde, leider verstorben ist. Aber es ist ja ihr Hund und er hat da 10 Riesen einfach mal locker gemacht. Das ist ja
dann weiß gar nicht, ob das nochmal zu den 35 Riesen mit dazukommt. Das ist ja Werte, wenn das da in Krypto reingesteckt hätte, weiß ja gar nicht, wo du jetzt wärst. Hätte schon einen Mond kaufen können. Sie fing an, sich noch drastischer ins Negative zu verändern. Ich traf mich mit einer weiteren Kollegin. Zu irgendwelchen Bunkerhandlungen kam es nicht. Es war rein platonisch. Jedoch verriet ich ihr das Treffen nicht, da die Eifersucht immer zu groß war. Das ist ja lustig, es war rein platonisch. Aber im Hinterkopf waren doch schon die Bunkerhandlungen. Beziehungsweise hätte es doch der Kerl nicht abgelehnt. Da brauchen wir uns doch nichts vormachen. Ja, Freundschaft zwischen Mann und Frau, wie wir alle wissen. Da die Eifersucht immer zu groß war und ich Streitigkeiten umgehen wollte. Sie fand es schlussendlich doch heraus und die Hölle auf Erden entfachte ihr Feuer. Das ist so heftig. Aber das ist ja wirklich, das sehr, sehr viel kann präventiv verhindert werden, indem man einfach Nein zu solchen Frauen sagt und die eigenen Verhaltensmuster, dieses ich muss sie retten, ich bin der Captain Safer Dirne, wenn ich das alles mache, dann wird der Frieden einkehren oder zumindest diese unbewussten Möglichkeiten, die sich dahinter befinden könnten, dass wenn man nur genug leistet, wenn man nur genug hier reinbuttert, dann kommt die Heilungsfantasie und dann ist plötzlich das Paradies da. Aber sowas geht leider Gottes nie auf und endet wirklich in dieser Hölle auf Erden, wie wir dann hier lesen. Als wir dann schlussendlich ein Dreier mit dem aktuellen Monkey Branch hatten, wechselte sie ihr Verhalten schlagartig ins unermesslich Negative. Das ist ja langsam das okay. Der alte ist nicht mehr nützlich. Detektive 2 einführen, Hypergamie ausführen, Ex abschießen. Wie bei dem Ex, der ja da im Knast war, der war dann auch nicht mehr nützlich, zack, weg damit. Das ist ja dann auch dieses Instrumentelle, der andere als Mittel zum Zweck, was man ja hier bei diesen Damen der Schöpfung mit diesen Cluster B-Auffälligkeiten sehen. Sie zog Hals über Kopf aus, betrügte, lügte, nahm mir Freunde, diskreditierte und erpresste mich. Gleichzeitig versuchte sie mich noch als möglichen Backup zu halten, falls ihr Plan schief gehen könnte. Auch wieder die krasse Söldner-Dynamik. Sehr, sehr spannend mit diesem Opportunismus, den wir oftmals sehen. Ne? Auch nicht nur in den Cluster B-Frauen, sondern auch bei gesünderen Frauen, wo ähnliche Tendenzen mit den hypergamen Impulsen da sind, wird zwar mehr dann durch gesunde Persönlichkeit mitreguliert, aber die Tendenzen, die Lust darauf ist zumindest teilweise dann da, die dann zwar mehr moralisch behaftet wird, aber trotzdem dann, wenn es zu heftig wird, ah, oh, es ist einfach so passiert. Ne? Das sind dann auch sehr spannende Sachen. Joy Club bezeichnete sie als Gift und sagte mir in unserem letzten Treffen, dass sie nie wieder einen Club besuchen würde, weil sie aufgrund von möglichen Krankheiten Abstand davon halten will. Ja, das ist ja das jetzt. Er findet es cool, sie war in seiner Realität, er ist nicht mehr nützlich, zack, weggezauberwaldet und jetzt findet sie es wieder total kacke. Du kennst mich doch und weißt, was ich von Clubs halte. Das waren ihre letzten persönlichen Worte. Nun ja, erst war der Monkey Branch ihre Freundschaft plus, nun wohl ihr neuer Partner. Brutal. Und der kann auch schon die Tage zählen. Ne? Wie ich zu hören bekommen habe, geht sie aber auch mit weiteren Typen in Clubs und ist genau mit dem Paar befreundet, weswegen sie eskalierte und der Hund wegen den Streitigkeiten erkrankte. Auch richtig krass, dass hier dann wieder dieser mentale Wechsel kam. Zauberwald, ah, das sind doch wieder sehr, sehr gute Freunde. Ah, aber ich Clubs finde ich ja total toll. Politbüro sagt ja. Des Weiteren interessierte sie sich für Frauen und ist auf der Suche nach Paaren. Und zwar für ihren neuen Partner mit dem Monkey Branch. Wie die Hypergamie plötzlich Hüllen fallen lassen kann, wenn man das große Geld wittert. Nicht alle, nicht alle. Es gibt auch Ausnahmen. Nicht alle. Es gibt auch Ausnahmen. Aber da dauert es halt nur ein bisschen länger. Selbst bei Instagram präsentiert sie sich wie eine sehr leicht zu habende Dame und postet in regelmäßigen Abständen, wie gut es ihr geht. Aber deswegen sollte man auch die sozialen Medien größtenteils meiden, weil ja da oft was gezeigt wird, was nicht so stimmig ist. Sie hatte in unserer Beziehung kein Geld und musste eine Finanzierung für den Aus- und Umzug von 10 Riesen aufnehmen. Nun Urlaube in 4-Sterne-Hotels und Klamotten ohne Ende. Das ist ja das Krasse, ne? Wie sich solche Frauen dann durchspeisen lassen können, wie es niemals ein 0815-Mann bei Frauen machen könnte. Das sind ja auch heftige Dynamiken, dass ja wirklich hier nichts Gleichstellung. Na. Wenn ich will, oh ja, dann mache ich was, wenn nicht, dann suche ich mal einen Deppen vom Dienst, der zahlt schon. Und das sind ja auch krasse Dynamiken, die noch viel mehr hier beleuchtet werden, wo es ja eine krasse Geschlechterdifferenz gibt, weil Frauen ja
nicht Männer auf Augenhöhe unter ihre Würde nehmen würden. Wenn die Frau jetzt hier der Mann wäre mit Geld, Asche und so weiter, da wird natürlich weiter nach oben noch geschaut. Das ist ja auch so essentiell diesbezüglich. Ich frage mich, wie man bei 2000 netto sich sowas leisten kann. Ja, da muss man nicht lang fragen. Wahrscheinlich sind es die ganzen Beischlafbettler, die sie wie ein Prosti ausnimmt. Das ist ja aber dann auch die ganze Männerwelt, die ja dann auch so Blue Pill Beta sind und sagen, ja, ja, das macht man, das ist gut. Es kam kein Dank für meine Finanzierung der 4 letzten Jahre. Das ist aber so essentiell. Ja, Hypergamy doesn't care, wie es im Englischen heißt. Es gibt kein Beziehungskapital, was man da irgendwie aufbaut, wo man dann später dann als Dankeschön nochmal eine Zahlung zurückkriegt. Das muss man immer im Hinterkopf halten. Im Gegenteil, eigentlich bekam ich den Arschtritt meines Lebens und als Dankeschön. Für mich ist ihr Verhalten die Höchststrafe und dies ist der Dank dafür, dass ich ihr Leben aufpolierte. Da hat er definitiv recht, aber man muss auch sagen, er hat da ja Mitverantwortung, weil er das ermöglicht hat. Er hat es ja von sich aus gemacht, er wurde ja nicht dazu gezwungen, er hat sich halt nur Bluepill-Ideale erhofft, Belohnung, Bestätigung. Oh ja, dann, wenn ich das mache, wenn ich ihr die Welt zu Füßen lege, dann werde ich hier ein Konto aufbauen, in Anführungszeichen, was sich dann immer wieder abruft. Oh mein, der hat ja das gemacht. Das wird aber bei der Hypergamen-Evaluation nicht mit reinkalkuliert. Das muss man als Mann verstehen, sowas, weil sonst ist man der Gepeitschte. Es wäre schön, wenn du diesen Text vollumfänglich der Männerwelt präsentierst. Ja, sehr, sehr gerne. Andere Männer müssen vor solchen Frauen geschützt werden. Mir wird dieses tolle Glück nie wieder zum Teil werden. Im Gegenteil, ich werde keine Kinder bekommen, niemals heiraten. Und da würde ich trotzdem nochmal überlegen, ja, tue ich jetzt hier übersteuern oder will ich das jetzt wirklich nicht wegen dieser Situation? Weil es ist ja wirklich nicht alles oder nichts, aber trotzdem sind diese Grundtendenzen immer mehr oder weniger mit dabei, vor allem mit dem Aspekt der leistungsorientierten Liebe. Klar gibt es da viel, viel Spielraum, je nach Frau und bei manchen auch gar keinen Spielraum. Aber trotzdem ist die Metapher der Aktie, der Mann als Aktie, sehr, sehr gut, weil eine Frau investiert und schaut, okay, wie könnte der sich eventuell mal in der Zukunft machen? Ist die Hypergame-Wette gerechtfertigt? Natürlich nicht so strategisch, aber man sieht es dann im Verhalten. Wenn das nicht erfüllt wird, kommt dann sehr häufig dieser eiskalte Cut. Auch wenn die Frau gesünder ist, ja komm, lass uns doch Freunde sein, heißt es dann, ja, und dann, oh mei, bin jetzt im Ashram, oh, da habe ich plötzlich auch einen wieder gefunden, mei, einfach so passiert, haben wir ja schon mal auch beleuchtet, aber diese Dynamiken zeigen sich halt immer und immer wieder, was ja sehr, sehr interessant auch ist und zur Prävention für Männer auch sehr nützlich ist und hoffentlich auch hilfreich. Weiter sagt er hier, ich habe in dem gesamten Zeitraum nach der Trennung 11 Frauen kennengelernt, sobald ich den Mann gespielt habe, liefen sie mir alle nach und versammelten sich wie die Fliegen um die Wurst. Das ist ja auch das, ne? Da siehst du ja diese indirekte Nötigung, die zwar die Männer nicht erfüllen müssen, außer natürlich, wenn sie Frauen haben wollen, für Kurzfristigkeit oder Langfristigkeit. Männlichkeit integrieren und zu einem bestimmten Maß eben dann trotzdem, dass es die Frauen gut finden, ne? Weil die Frauen ja Männer wollen, obwohl sie oftmals sagen, ja, was ist denn schon Männlichkeit und so weiter und trotzdem wählen sie in der Tendenz doch so gehäuft die klassisch toxisch männlichen Typen dann aus, ne? Und man sieht es halt immer und immer wieder. Sobald ich jedoch einmal über meine Gefühle sprach, war ich weg vom Fenster. Nur zur kleinen weiteren Info. Ja, so geil, ne? Und das ist so bitter, aber auf der anderen Seite hilfreich, weil man kann schon ab und zu hier Schwäche zeigen, aber immer in so einem proaktiven, ich arbeite jetzt daran, ich gehe das an, nutze es zur größten Version meiner selbst zu werden. Oder wie oft man es gesagt, ja, der Phönix aus der Asche. Und wenn man da wirklich dann Gefühle hat, die da sind, die Männer ja auch haben, dass man die eben anders angeht und aufarbeitet. Wie schon mal beleuchtet, gerne hier oben mit Stift und Papier oder mit toxisch-männlichen Männerbünden, wo man sowas dann in der Interaktion machen kann. Das ist ja dann viel nachhaltiger und hilfreicher und vertreibt nicht die Frauen. Wenn jetzt dessen eine Frau erzählt, na, bei mir doch nicht, das sind doch nicht alles so. Ah, na, öffnet es euch und dann macht es und sowas kommt dabei in der Tendenz raus. Natürlich nicht sofort, aber trotzdem sehr, sehr gehäuft. Zumindest zeigt sich dann in der Absenkung bei der horizontalen, ah, du, weißt, ich habe keine Lust, oh, Kopfweh.
Währenddessen doch dann oftmals viel mehr hier diese Betaisierung mit darunter liegt. Vielen Dank für deine Mühen. Sobald es mir finanziell wieder besser geht, werde ich definitiv spenden. Ja, immer her mit der Kohle. Darüber freue ich mich natürlich immer über den ein oder anderen Obolus. Lieben Gruß und vielen Dank für all deine Beiträge. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Und es freut mich natürlich, sowas zu hören, dass man hier dann auch diese Veränderung herbeibeschwören kann. Vor allem, dass sich die Männer dann selbst zur besseren Version ihrer selbst entwickeln durch diese Ressourcen und nicht mehr zum Dackel werden oder hier die Frauen mit so viel Leckerlis, Geld und so weiter beschenken. Ja, da reden wir immer von der Gender Pay Gap, da muss man mal schauen, wer gibt denn am meisten aus? Ja, die Frauen, weil sie ja dann die Kohle indirekt dadurch haben. Das wäre doch mal eine interessante Studie diesbezüglich. Ja, wie viel haben denn die Frauen durch solche Leckerlis und Aufmerksamkeiten in Wirklichkeit als Notgroschen hinterlegt? Aber damit kommen wir doch mal zum Ende. Und ich hoffe doch, dass ich euch diesen köstlichsten Hass mal wieder näher bringen konnte. Und wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat's euch.